14 gerade beworben und trank jeden Abend allein mit ihren Fragen und Sorgen. Und sie saß stets auf einer Parkbank im Innenhof des Plattenbaus. Hatte keine Freunde, wollte alleine aus der Platte raus. Sie wurde nicht geliebt und das hat sie nicht verstanden. Sie war stets alleine, doch das hat sie nicht verdient gehabt. Sie brach die Schule ab und ließ die Lehre links liegen, denn Perspektiven fürs Leben hat ihr niemand zu bieten, der sie mal aufbaut, niemand zu dem sie raufschaut, niemand der ihr Tipps gab und niemand dem sie vertrauen konnte. Sie fühlte sich im Stich gelassen, ihre Eltern haben sie weggeschickt und sich gesagt, sie würden alles richtig machen. Leider hat sie nie gelernt, einem Freund zu vertrauen, denn diese Hilfe hätte sie heute gebraucht, als sie auch in dieser Nacht allein am Straßenrand stand. Es ist passiert, sie wollte heim, aber kam nie mehr an. Traurig. Schläge, die das Schicksal so schreibt, wenn das Leben dir zeigt, es bringt nichts, wenn du schreist, es ist wichtig, begreif. Du solltest es wenden, weil dein Leben ist was wert, es könnte morgen schon zu Ende sein. Diese Schläge, die das Schicksal so schreibt, wenn das Leben dir zeigt, es bringt nichts, wenn du schreist, es ist wichtig, begreif. Du solltest es wenden, weil dein Leben ist was wert, es könnte morgen schon zu Ende sein. Diese Schläge, die das Schicksal so schreibt, wenn das Leben dir zeigt, es bringt nichts, wenn du schreist, es ist wichtig, begreif. Du solltest es wenden, weil dein Leben ist was wert, es könnte morgen schon zu Ende sein. Er war etwa im selben Alter, dachte er kommt groß raus. Er wohnte auf der anderen Seite von ihrem Hochhaus, probierte Koks aus und er war wohl drauf. Klaute seiner Mom Geld, was sie eigentlich für Brot braucht. Er wollte für die Großen ticken, er war noch ein Kind. Sagt, was denkt man sich dabei, so einen Jungen loszuschicken? Er ging nur die großen Schritte, nur leider wusste er nicht, dass diese sehr schnell enden. Am Abhang vor einer hohen Klippe, er wurde schnell zu dreist, dachte die Straße verzeiht. Er zog Leute ab und hatte bald sein Ego für zwei. Doch das endete schon bald, war seine Schonfrist vorbei. Man redet über ihn, er hört es nicht, nun geht er zu weit. Er will flüchten, doch wohin? Freunde hat er nur geringe Menge. Er sieht keinen Ausweg, schaut verzweifelt an die Zimmerdecke. So kam das schlimme Ende, man fand ihn früh morgens unterm Dach mit seinem blassen Kopf in einer Schlinge hängen. Das Schicksal so schreibt, wenn das Leben dir zeigt, es bringt nichts, wenn du schreist, es ist wichtig, begreif. Du solltest es wenden, weil dein Leben ist was wert, es könnte morgen schon zu Ende sein. Diese Schläge, die das Schicksal so schreibt, wenn das Leben dir zeigt, es bringt nichts, wenn du schreist, es ist wichtig, begreif. Du solltest es wenden, weil dein Leben ist was wert, es könnte morgen schon zu Ende sein. Diese Schläge, die das Schicksal so schreibt, wenn das Leben dir zeigt, es bringt nichts, wenn du schreist, es ist wichtig, begreif. Du solltest es wenden, weil dein Leben ist was wert, es könnte morgen schon zu Ende sein. Dein Herz ist dein Hart in seiner Zelle, es ist kalt und er ist gezwungen, lebenslänglich hier zu bleiben. Er hat so tiefe Falten, dabei ist er gerade mal 19. Hier gibt es nur Feinde und ein, zwei falsche Freunde. Er bereut den Scheiß, beteuert, ey, das wollte ich nicht. Er hat an dem Tag von seinem Ticker falsches Zeug gekriegt. Und wo er jetzt ist, da geht's auf keinsten Berg auf. Er wusste doch nicht, was er für eine Scheiße verkauft. Sieben Junkies starben an dem Crack, was er tickte. Der Richter sagte, er hätte sieben Menschen vergiftet und lebenslänglich ins Kittchen, das war ein Schlag ins Gesicht. Das Rattengift im Crack war, davon ahnte er nix. Und so dramatisch ist es, will ihn jetzt keiner mehr kennen. Die Verbindung zur Familie wurde einfach getrennt, er geht kaputt. Er schlägt seinen Kopf gegen Beton. Es dauerte eine halbe Stunde, bis er nicht mehr konnte. Diese Schläge, die das Schicksal so schreibt, wenn das Leben dir zeigt, es bringt nichts, wenn du schreist, es ist wichtig, begreif. Du solltest es wenden, weil dein Leben ist was wert, es könnte morgen schon zu Ende sein. Diese Schläge, die das Schicksal so schreibt, wenn das Leben dir zeigt, es bringt nichts, wenn du schreist, es ist wichtig, begreif. Du solltest es wenden, weil dein Leben ist was wert, es könnte morgen schon zu Ende sein.